So Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag, wir haben Thema Wissen, Lifestyle und heute mal ja, so ein Wissen-Lifestyle-Thema und zwar FIBO-Trainingsprogramme, Trainingssysteme. Ich habe gerade mal so ein bisschen, wir haben gerade so ein bisschen die FIBO vorgeplant, vororganisiert. Vielleicht nochmal eine kurze Erinnerung. Ich werde alle Tage da sein, Samstag, Sonntag ab 12 Uhr beim ESP-Stand. ESP Nutrition, da gibt es ein Treffen mit mir, da könnt ihr alle hinkommen. Also will ich auf jeden Fall, dass ihr da alle hinkommt, dass wir Spaß haben. Und deswegen steht das auch hinter mir. Wir haben ein bisschen rumgekramt und wir haben eine Roll-Up gefunden von der FIBO 2010. Also wirklich schon 5 Jahre her. Wir verlinken auch mal das alte Video. Wir haben damals mal so ein Spaßvideo gedreht. Was will ich euch damit eigentlich sagen? Viele werden sagen, oh Simon, der hat YouTube gemacht und dann wollte er auch Geld verdienen und dann hat er angefangen, irgendwelche Trainingsprogramme online zu stellen, weil die anderen die alle schon hatten und er will nur Geld verdienen und so weiter. Kommt bei mir Gott sei Dank nicht so oft. Aber wenn ihr mal schaut, 2010 haben wir damals schon mein Trainingssystem vorgestellt. Das war noch ein bisschen anders als heute, aber grundsätzlich war es auch ein Trainingssystem, das mir als damaligen Personal Trainer helfen sollte, meine Kunden, die damals immer mehr wurden, einfach besser zu betreuen. Ich war damals schon Personal Trainer, von YouTube war noch 3-4 Jahre noch nicht die Rede, das machen wir erst kurz. Ich war Personal Trainer und ich hatte immer mehr Kunden und ich war immer mehr unterwegs und wollte einfach so eine Schnittstelle zwischen mir und meinen Kunden damals schaffen. Das heißt, ich wollte eine Software, die ein bisschen intelligent oder die meine Intelligenz ein bisschen aufnimmt, also nicht meine große Intelligenz, sondern einfach die ein bisschen mit mir mitdenkt und die meine Trainingsprinzipien den Kunden weitergibt, sodass, wenn ich vielleicht nicht da bin, dass sie weiter trainieren können. Ich wollte einfach weiterhin meine Kunden erreichen und weiterhin für meine Kunden da sein. Und daraus haben wir eben eine Software entwickelt, die auch Leuten, die nicht meine Kunden waren, einfach gezeigt hat, wie man trainieren kann, wie man die Übung machen kann, wie man sich steigert, wie man praktisch progressiv seine Trainingsintensität anpasst und. Wie gesagt, das ist einfach so der Schlüssel, deswegen mussten wir gerade lachen, als wir das rausgeholt haben. Vielleicht gibt es so ein paar Leute, die sagen werden, und ich sag's ganz absichtlich, boah, wir waren die Ersten, wir waren die Vorreiter auf dem Markt. Wir haben Bodybuilding, Nein, wir waren vorher da. Das ist wirklich, das soll kein Seitenhieb sein. Aber wie gesagt, wir haben die Trainingssoftware damals schon entwickelt. Und viele werden eben heutzutage, deswegen machen wir auch das Video, viele sagen heutzutage, boah, die ganzen YouTuber, die wollen nur noch Geld verdienen. Sobald sie ein paar Klicks haben, fangen sie an mit irgendwelchen Modellen und wollen irgendwas verkaufen. Nö, es ist nicht unbedingt so. Also bei uns war die Software wirklich da und die Software ist gut und auch andere Softwares sind gut. Und nehmt den Leuten das nicht übel, das ist manchmal deren Job. Es gibt Personal Trainer, die entwickeln was. Bei uns damals, YouTube ist einfach nur dazugekommen, um einfach zusätzlich vielleicht den Leuten noch was zu erklären, um anderen einfach ein paar Videos zu machen. Und das war zusätzlich. Die Trainingssoftware war vorher da und die gibt es immer noch. Das Trainingssystem ist immer noch da, YouTube ist immer noch da. Und vielleicht so als Fazit, nehmt den Leuten nicht übel, wenn sie einfach einen Job haben und wenn sie auf YouTube auch einfach dafür ein bisschen Werbung machen, ist überhaupt nicht schlimm. Ich wollte mit dem Video einfach mal so ein bisschen auf die FIBO aufmerksam machen, dass wir da sind, dass ihr alle vorbeikommen sollt und den Leuten vielleicht so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, die immer nur negative Stimmung machen auf YouTube. Bei uns, wir sind eigentlich recht verschont davon, aber ich finde es ganz schön, was man so sieht, dass da sehr, sehr viel Negatives kommt, bei anderen auch. Entspannt euch da einfach mal. Abonniert die YouTube-Channel. Wir sind eigentlich gar keine Konkurrenten. Ihr könnt alle durchklicken. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr werdet fit. Hauptsache, ihr lebt ein bisschen den Lifestyle. Und schaut bei Facebook, bei Instagram vorbei. Kommt auf die FIBO und macht beim Trainingsernährungssystem mit. Das wird immer verbessert. Und deswegen ist es auch richtig gut. Bis dahin, Freunde.